Schon immer hat der Mensch gerne in fremde Zimmer geschaut. Bereits im frühen 14. Jahrhundert lässt Giotto in seinen Fresken der Arena-Kapelle in Padua den Betrachter auf eine Szene blicken, die in einem Innenraum verortet ist und damit vor neugierigen Blicken eigentlich geschützt sein sollte. Die Kunsthalle Nürnberg zeigt mit der Gruppenausstellung Homebase das Interieur in der Gegenwartskunst, auf welch unterschiedliche Weise sich Künstlerinnen und Künstler heute der traditionsreichen Bildgattung nähern. In ihren Werken dient das Interieur als Reflexion des alltäglichen Lebens oder auch als Metapher für psychologische Innenwelten. Das Interieur fungiert als Medium der privaten Erinnerung oder repräsentiert den Wandel gesellschaftlicher Werte. Es beleuchtet die sich im digitalen Zeitalter zunehmend auflösende Grenze zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit und stellt auch die in Krisenzeiten so zentrale Frage, welche Behausung der Mensch zum Leben, zum Überleben wirklich braucht. Der ganze Ausstellungsraum ja verschwindet durch diesen Flur. Und letztendlich muss ich dann doch auch immer wieder sagen, dass diese ganzen Inszenierungen ja dazu dienen, dass ich letztendlich eine Zeichnung hier aufhängen werde. Also das ist eigentlich eine Präsentationsfläche für eine relativ kleine DIN A4-Arbeit. Aber es ist natürlich auch nochmal anders, das in so einem engeren Raum und dann natürlich bei einer Gruppenausstellung in so einem Kontext, wo es ja um die Homebase oder wie auch immer also geht, dass man das hier so relativ präzise inszenieren kann, finde ich sehr schön. Also durch diesen Durchgang und den Flur, dass es auch noch am Anfang ist, also das passt ja echt ganz gut, glaube ich. In der Gegenwartskunst ist das Interieur wieder auffallend präsent. Das Sujet erlebt eine Revitalisierung und Bilder des Privaten rücken in den Fokus. Gerade in einer Zeit, in der der Mensch nicht mehr sein Heim verlassen muss, um Netzwerke zu pflegen, zu arbeiten oder einzukaufen, wird sein Zuhause zum eigentlichen Psychogramm und markiert sein Verhältnis zu sich wie zur Welt. Bei dieser Serie Interieurs geht es um Schlösser, die ist aus dem Jahre 2001. Also speziell bei dieser Serie, die war regional vorentschieden. Das heißt, es sollte sich um Schlösser in Deutschland, Österreich und der Schweiz handeln. Und dann recherchiert man halt im Internet, wo gibt es Schlösser und welche sind eben fotografisch interessant. Man kann also nicht jedes Schloss in der Region fotografieren, das wäre wahrscheinlich dann eine Lebensaufgabe. Und so sucht man sich einige wenige, die exemplarisch sind. Und die unterscheiden sich auch durch die unterschiedliche Geschichte der Länder, unterscheiden sich natürlich auch die Bauwerke in der Form. Die von Ludwig Seifert und Harriet Zilch gemeinsam kuratierte Ausstellung Homebase, das Interieur in der Gegenwartskunst, und der begleitende Katalog entstand in enger Kooperation mit Kai 10 Athena Foundation in Düsseldorf. Zur Ausstellung ist im Kerber Verlag ein umfangreicher, zweisprachiger Katalog erschienen, den Sie auch hier in der Kunsthalle erwerben können.